Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die DNA-Box von NASA. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. DNA von NASA, das Ganze am 4. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 9. Album von NASA. Wir haben hier die Box in dem klassischen Format. Als erstes werden wir mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns das Ganze an. So. Nach der ganzen Pause durch Corona und irgendwelche Lieferschwierigkeiten, jetzt am 4. Dezember endlich wieder neue Releases. Wir haben hier die DNA-Box. Der Name ist Programm. Passend zum Albumtitel haben wir hier auch DNA-Stränge zu sehen in so einem Grau-Silber. Oben NASA, der Schriftzug, darunter DNA. Dann haben wir hier noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Hier unten zieht sich die Optik durch, rechts ebenso, oben und links genauso. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, auch hier wieder DNA-Stränge, Barcode, Groove Attack, Belief Distribution und die Infos, wo das Ganze hergestellt wurde. Okay, okay. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Die Box ist eine reguläre Klappbox, sie geht fast schon von selber auf. Und hier kommt uns der Inhalt entgegen. Als allererstes haben wir hier einmal eine Papphülle mit der Aufschrift Beats. Also hier haben wir die Instrumentals zum Album. Dann haben wir natürlich das Album an sich. DNA im Jewel Case. Eine Tasche im DNA Design. Und auch noch ein Shirt. Jawohl, mehr ist hier nicht drin. Von innen die Box in schwarz. Packen wir mal zur Seite, wobei hier sehen wir, dass hier auch noch gestaltet wurde. Also das war zwar vorher verborgen, aber auch hier hat man die DNA-Stränge mit eingebaut. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Sehr umweltfreundlich, denn sowohl das Album als auch die Instrumentals kommen hier ohne Folie. Auch wenn es hier so ein bisschen wellig oder so nach Plastik und Folie aussieht, aber das ist hier wirklich vom Cover-Design her so gewollt. NASA, DNA, Verbraucherhinweis, auf der Seite nichts. Und auf der Rückseite, ja, es war etwas kalt draußen, die CD die schwitzt ein wenig. So, auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 16 Stück sind dabei. Features von DLA, PA Sports, Kianush und Ardian Buyupi. Also vier Features mit dabei. Hier ist kein Barcode mit dabei. Warum? Diese CD, die gibt es wirklich physisch nur in dieser Box. Also die kann man so physisch einzeln nicht kaufen, nur in Kombination mit der Box. So sieht es von innen aus. Dann haben wir das Booklet, das recht dünn ist. So, wir haben hier einerseits mal die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer hat geschrieben und wer hat produziert. Dann bekommen wir hier auch noch diverse Fotos von NASA. So sieht das aus, weitere Tracks, weitere Fotos. Und zum Abschluss gibt es ja noch das hier. Jetzt werde ich nochmal kurz schauen, weil Credits konnte ich bis auf Schreiber und Produzenten keine finden. Okay, Credits leider nicht mit dabei. Und dann haben wir die CD. Auch hier wieder die DNA-Stränge. Und hier auch nochmal. Ja, so viel zum Album. Wie gesagt, das 9. Album. Laut ihm, laut NASA, ist es voraussichtlich die letzte Box und wenn es wirklich wahr ist, wahrscheinlich auch das letzte physische Release. Was ich sehr schade finde, weil ich immer gerne physische Sachen kaufe, Boxen, CDs, was auch immer, Vinyls. Wenn es dann in Zukunft rein digital weitergeht, würde mich das sehr traurig machen. Aber warten wir es mal ab. Ich würde das nächste Release auf jeden Fall kaufen, also physisch. So, dann haben wir eine Papphülle. Beats nennt sich das, also die Instrumentals. Genau, 16 Tracks ergeben hier 16 Beats. Also keine Skizze oder irgendwelche Text
Tracks dabei, sondern hier wirklich 16 Tracks sind auch 16 Instrumentals. Das ist die CD und die kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. So, dann haben wir eine Tasche. Die kommt ja auch in Schwarz und Gelb. Und zwar haben wir hier einmal das, wofür DNA steht. Also Acid ist die Säure und dann lesen wir hier noch das Ganze auf Englisch. Ich glaube, auf Deutsch heißt das Ganze Desoxyribonukleinsäure, dementsprechend dann auch DNS. Ja, DNA eben das gleiche, nur mit A für Acid. Und hier lesen wir noch irgendwas. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das hier heißen soll. Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare. So, zum einen haben wir hier vorne mal ein kleines Fächlein mit Reißverschluss. So sieht das aus. Mit so einem kleinen Netz drin. Das machen wir mal wieder zu. Und dann haben wir hier den eigentlichen Taschenkörper oder den eigentlichen, das eigentliche Fach. Denn hier haben wir auch noch den Gurt, also den Träger drin. Und eine große Tasche, wobei hier ist auch noch ein Zettelchen drin. Das ist die Frage, ob wir das lesen können. Es geht leider nicht wirklich raus. So, was lesen wir hier? Das Ganze ist 100% Polyester. Und vielleicht können wir noch rausfinden, wo das Ganze hergestellt wurde. Es ist leider echt schwierig. Hier steht auch nochmal 100% Polyester. Ich glaube, ja, hier ganz unten kann ich ein Made in China erkennen. Grüße gehen raus. So, auf der Rückseite haben wir dann hier noch so zwei Plastikteile. Also die kann man hier dann entsprechend für den Gurt verwenden. Das sind so zwei kleine Schnallen. Der Gurt sieht dann so aus. Und diese Teile, gehe ich mal davon aus, kann man dann hier irgendwie reinmachen. So, wir probieren es mal, ob es gelingt. Gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwie aufmachen können. Ja. Genau. Okay, die Annahme war richtig. Also wir haben hier, da habe ich es jetzt aufgemacht, hier die Möglichkeit, das Ganze zu öffnen, indem wir hier diese zwei Seiten, diese zwei Zähne so ein bisschen zusammendrücken. Und dann können wir hier, wenn man stark genug drückt, das Ganze entsprechend so aushebeln. Und dann hat man hier dann Platz, um das Band hier reinzupacken. So, genau. Und da kann man das hier entsprechend festmachen, wenn man das möchte. Zum Beispiel hier. Und dann kann man hier wieder zudrücken. Dann ist das hier befestigt. Und dann hat man hier entsprechend den Gurt. Ja, Plastikschließer ist natürlich auch noch mit dabei. Ansonsten kann man das auch noch hier größenverstellbar machen. Also entsprechend anpassen. Und dann tragen, wie man möchte. Um die Schulter, um die Hüfte, wie man will. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch das hier mit dabei. Ein Shirt. So, was haben wir hier? Wir haben hier den DNA-Schriftzug oben in so einer Metallic-Schrift. Und dann hier den Wagen aus dem Video, ich glaube, V10. Genau hier, Track Nummer 2, V10. Da gab es ja auch eine Videoauskopplung und der Wagen, Porsche war es glaube ich, der ist hier gerade im freien Fall. Darunter lesen wir wieder NASA, dann noch den Verbraucherhinweis, Restricted Under 17 Requires Accompanying Parent or Adult Guardian. Ja, das ist das Shirt, Rückseite ist blank schwarz, hier gibt es nichts weiter zu sehen und bei dem Shirt handelt es sich um ein Gilden Premium Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus, die Größe war einheitlich, die konnte man sich nicht auswählen. So, wir werden das Ganze noch einmal kurz uns anschauen im Detail. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem Metallic-Schriftzug DNA hier oben im Brustbereich. Dann hier der fallende Porsche. Und darunter auch wieder in diesem Metallic-Look der NASA-Schriftzug und drunter noch kleiner dann dieser Verbraucherhinweis.
Ja, ansonsten gibt es hier Feuer, jede Menge Blitze und generell ist das Shirt zu einem recht düsteren Design. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in schwarz. Dann haben wir hier die Tasche, die Umhängetasche im DNA-Design in schwarz und gelb. Die Instrumentals zum Album, 16 Stück hier in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, DNA, mit 16 Tracks und 4 Features im Jewelcase. Jawohl, das alles gibt es in dieser wunderbaren Box. DNA von NASA. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr NASA unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.